Und hiermit ein herzliches Willkommen zurück zu meiner Let's Play Tomb Raider. Okay, gut. Tut mir leid, dass der letzte Part nicht so lange war. Ich glaube, er war nur 12 Minuten lang, so etwas aufgerechnet jetzt da. Ja, ich war schon ziemlich K.O., aber jetzt geht's wieder. Schauen wir mal, wie viele Parts ich jetzt noch mache. Und wir sehen hier Ausrüstung 736, aber das bringt mal uns ja nichts, weil wir ja nur den Bogen mit haben. Das heißt, wir gehen gleich hier raus und schauen uns hier um. So. Okay. Wo waren wir da? Da unten. Okay, da leuchtet. Okay. Zurück. Schießen wir mal drauf. Aha, okay. Ah, damit ich darauf komme. Okay. Da gibt's nichts mehr zum Looten, glaube ich. Na. Dann rüber hier. Und hier rauf, bitte, Lara. Bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Bin wirklich gespannt. Also die letzten paar Folgen waren ja extrem gut überhaupt, wo sie im Blut war und sowas. Stank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, Messiah schickt uns. Mist! Hilfe schnell! Verbrennen Sie! Genau wenn ich. Na, Alter. Das musst ihr euch da vorstellen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh, hey. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Genau, so machen wir's. Habt ihr's gehört? Naja, schon mit Feuerpfeilen, glaube ich. Lol, wir waren nur eine Station weiter hinten, also dadurch, ja. Und die Typen sind da unten gestanden und haben uns nicht entdeckt. Komisch, aber okay. Lass dich fallen. Wir gehen looten. Das waren ja drei, oder? Waren das nicht drei Leute? Ah, da ist er. Den hat es ziemlich weit weggefetzt, okay. Sechs Stück. Ja, besser als nichts. Okay, die kommen jetzt nicht mehr. Okay, Geo, irgendetwas. Ah, jetzt ist auch die Türe offen. Ich bin ein bisschen krank, man hört das. Bin ziemlich verkühlt. Ja, und was soll ich jetzt da drinnen tun? Ah, hier rauf, okay. Gott sei Dank haben wir den Instinkt hier. Und hier rauf. Zack, zack, komm. Sehr brav, Mädchen. Okay, gut, sie gibt den Bogen nicht weg. Diese treuen Diener unterstellen sich euch. Unsere Stimmen preisen euch. Unsere Herzen ehren euch. Mit ihr sind wir euch gebunden. Ihr seid die Sonne, die das Licht gemacht. Ihr seid der Sturm, der wütet in der Nacht. Wir sind eure Kinder. Wir erwarten den Tag. Bringt okay, gut, na, das schaut ja ziemlich geil aus. Weg hier, sehr gut. Runter mit dir wieder. Ist er tot? Scheint so. Okay. Scheint so, dass er tot wäre. So, gibt's da was zum Looten für mich? Da gibt's was? Na, Ratte, okay.
Na bitte, schaut euch an, 100. 113, das geht. Nehmen wir uns auch mit. Und das nehmen wir uns auch mit. So, was mit dem Typen da ist. Oder, das ist eine Frau, unglaublich. Wow. Okay. So, gehen wir da nach hinten. Ich schätze mal, ich bin richtig hier. Okay. Sieht nach früh im 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adeliger benutzt wurden. Ja, okay. Schwarzer Seidenfächer. Okay. Wieder zurück hier. Und darunter. Oder darauf? Okay, Moment. Moment. Ganz ruhig. Ich habe ein bisschen. Okay, von da bin ich kommen. Da hinten waren wir jetzt. Okay, das heißt, wir müssen darauf. Da oben war der mit dem Molotow-Cocktail, glaube ich. Da war er. Jawohl. So, schauen wir uns einmal da um. Okay, irgendwas mit dem da. Und das können wir auch wieder aktivieren. Da hinten gibt es wieder was zum Looten. Okay. Ganz ruhig. Wir werden das schon machen. So, und dadurch müssen wir. Okay, machen wir mal. Nein, nein, das wollte ich. Entschuldige. Moment. Vielleicht muss ich das jetzt aktivieren und dann drauf schießen und dann brennt es. Weg da, Mädchen. Ah, ja, genau, so. Alter, Vater, und ich stehe genau da drinnen. Was, Mädchen? Schnell. Raus aus der Höhle da. Komm, gib Gas. Okay. Aua, wie sie in die Fresse kriegt. Weg hier. Hier rauf. Okay. Ganz ruhig. Er dreht sich wieder weg. Ist übertrieben. Brauch Hilfe! Runter! Siehst du Waffe! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alter! Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig. Ja, es wird schwieriger, es wird schon schwieriger. Unglaublich, wirklich. Okay. Nur weiter, so du Hurensohn. Wenn ich hier rauskomme, ramm ich dir deine Pfeile in den Arsch. Ganz schön hitzköpfig. Hey, nicht anstacheln. Wir arbeiten hier. Verdammter Idiot. Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie keine. So, den möchte ich. Verstärkung! Er hat eine Waffe! Genau, wenn ich drauf drücke. Ganz ruhig. Regenerier dich. Weg. Wieder zurück. Runter. Sehr gut. Den haben wir. Und dich haben wir auch. So, jetzt haben wir's. Ha ha ha!
Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay, wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs, nochmal. Okay. Okay, ich glaube, dass der Ton ein bisschen zu hoch eingestellt war. Ich habe ihn jetzt einmal runtergedreht. Ich hoffe, es passt jetzt so. Nehmen wir alles wieder mit. Sonnenkönigin, die alte Herrscherin von Yamatara. Okay, hier gibt's nichts mehr zum Looten. Okay, okay. Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden? Ich kann zu dir erwartet, was? Den können wir auch noch looten. Ja, damit. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Weg, Mädchen. Na, toll. Einen eigenen Charles Manson haben sie. Er heißt Matthias. Okay, Weg freigeschalten, hierauf. Der Boden wölbt sich schon. Okay, rüberspringen soll ich? Schön, euch alle wieder zu sehen. Okay, was jetzt? Das andere Gegengewicht. Es ist da oben festgemacht. Moment. Alles mit der Ruhe. Entschuldigung, ich bin jetzt da runtergefallen. So. Hierauf, okay. Und das ist das andere Gegengewicht. Ich hätte mir gedacht, man kann darauf springen. Wahrscheinlich auf das einfach wieder schießen. Oder auch nicht. Vielleicht auf das da schießen. Auch nicht. Probieren wir es noch einmal. Oh ja, es scheint aber zu funktionieren, glaube ich. Man muss nur schnell sein. So. Und so, genau, ja. Das Einzige, was mir logisch vorgekommen wäre, und es hat funktioniert. Ganz ruhig, Mädchen. Darüber mal. Okay. Dann schießen wir auf das auch nochmal.
Nein! Da kann man nicht draufspringen mehr. Okay, das heißt, wir waren eh richtig. Ah, oh, Alter, ich stelle mich schon wieder an wie letzte Sau, Alter. So, hier rüber. Komm, 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 komm. Vielleicht muss ich beide auf einmal aktivieren, das kann auch sein. Kann ich dann einfach so gerade durchschießen, nehme ich einmal an. Ja, einfach auf beide auf einmal, okay. Wo? Okay, dann geht. Ich hole noch Sam und Whitman. Okay, hier rauf. Zack, zack. Hier rüber. Und zack, komm, komm. Sehr gut, haben wir geschafft. Na, lauf, Mädchen. Aber alles stürzt ein. Auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. So, raus, komm, komm. Und mach auf. Wir sind draußen, aber es brennt alles. Super. Da unten durch, nehme ich an. Jawohl. Oh, habt ihr das gesehen? Okay, da brennt alles. Entschuldige. Mädchen. Looten. Die hätte ich mir nicht gedacht. Die haben mir gedacht, ich muss sie selber umbringen, um zu looten. Okay, weiter geht's. Den kann ich jetzt sicher auch looten, oder? Ja. Cool. Oh, das war haarscharf mit der Explosion. Auf. Schaut cool aus. Hat sehr viel Stil. Wohin? Ah, nach links. Okay. Auf den Balken nehme ich an, ja. Und dann da rein. Wieder. Oder? Oder auch nicht. Ah. Nicht drauf. Oh ja. Und hier auch rauf. So, da wird wieder gespeichert, das ist gut. Looten. Und auch nicht. Kann ich den jetzt looten, obwohl er brennt? Nein. Okay, hier durch, nach rechts, okay. Eine Cutscene, okay. Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Matthias so daran? Okay, weiter hier. Gib Gas, Mädchen. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Gott sei Dank hat mir das angezeigt. Aus, geh rüber da. Verpiss dich da, Mädchen. Okay, hier rüber. Hier rauf, okay. Da oben sind Gegner. Die machen wir im Nahkampf. Okay, den einen kann ich looten. Weiter geht's. Komm. Schon über 1000. Unglaublich. Viel haben wir da mitgenommen, wirklich. Und wieder eine Cutscene. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe.
Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Feigling. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman! Whitman! Wo zur Hölle ist er? Na komm. Lauf, Lara, lauf! Pack sie! Zurück! Lauf! Zurück in den Thronsaal! Lara! Ah! Lauf weiter, Sam! Ich komm schon irgendwie raus! Okay, wir machen hier Part Ende. Schaut ziemlich fett aus. Die Cutscene war auch jetzt sehr, sehr gut, muss ich sagen. War leibend, wirklich super, super Spiel, wirklich. Auch wenn ich jetzt zweimal gestorben bin und mir schwer getan habe. Ich freue mich schon auf das Lagerfeuer, nämlich dann können wir uns volle Kanne aufrüsten, oder? Wir haben über 1000 zu welcher Bergungsgut gefunden. Unglaublich, wirklich. Gut, dass ich da nochmal nachgeschaut habe, dass ich die nochmal looten kann. Und es hat funktioniert. Guter Tipp. Leiwand, wirklich. Okay, gut, mit diesen Worten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, Baba, euer Herzfehler.